So. Eigentlich könnten wir auch gleich die Fabrik da hinbauen, oder? Nee, ich hätte ganz gerne Schwefel wirklich so parat, dass wir es auch für andere Sachen später benutzen können. Also hätte ich dann gerne hier. Okay, hier ist das Muster nicht so wichtig. Da haben wir keine Stromversorgung. Da? Nein. Okay. Ja, dann nehmen wir halt einen doofen Strommast, machen das alles hier noch durcheinanderer. Tun das dahin. So. Du hättest jetzt gerne Explosives. Ach, das wird in der Chemical-Dingens gemacht. Weil es auch Wasser braucht. Okay. Dafür haben wir bestimmt wieder keinen Stahl, oder? Nö. Ach, kein Eisen. Warte mal, das können wir hier klauen und dann in zwei Folgen wieder meckern, dass wir nicht genug Eisen haben. Nee, 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 nee. Ich nehme mal dich mit, dich mit, dich mit. Was verdächtig wenig gerade ist, aber das kommt, weil sich das eine hier gestaut hatte. Was brauchst du? Eisenzahnräder. Meine Einkaufsliste wird immer größer. Also ich muss Eisen holen, die Fuelblocks abliefern, Eisenzahnräder holen. Grüne Chips hätte ich wahrscheinlich auch noch einwerfen können. Nebenbei noch ein paar Rohre machen, aber erst wenn ich Eisen habe. Jetzt. So. Fuelblocks abliefern. Eisenzahnräder holen. Forschung ist gleich durch. Sehr gut. Und dann wollte ich eigentlich töten, ne? Ja, das wollte ich. Achso, die da hinten haben noch gar keine Dingensbummens bekommen. Das ist ja peinlich. Habe ich ein Liquid? Nee. Bau mal ein. Oh Gott. Ja, bau einen davon. So, Shotgun Shell Damage ist fertig. Können wir das gleich nochmal machen? Ja, brauche auch keine hellblauen Tränke. Shooting Speed. Den brauchen beide ganz schön lange. Oh ne, ich bleib mal hier. Die Explosions. Reichweite und den Schaden von Granaten konnten wir nicht erhöhen, ne? Glaub nicht. Wo sind meine Laufbeinchen? Kamen die erst später? Dum, 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 da. Unavailable. Requires portable solar panel. Requires das. Okay, also erst müssten wir das da forschen. Das geht schnell, kostet nicht viel, mach mal. Weil ich würde echt gerne schnell laufen können. Also schnell weglaufen können. Aber hier so, so, so. So, so. Da, 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 da. Dödöt, dödöt. Ja, dödöt dich auch selber, du. Dödöt. So, 200 da. 200 da. Hier unten schon ein bisschen mehr. So, 250. 250 und Rest. So, wo ist mein Fluid Handle? Ist immer noch nicht fertig. Ja gut, ich muss die Sachen alle nur einmal bauen, wenn sie später stehen, ist okay. Jetzt zu automatisieren, dass wir diese komischen Rotorblätter und so auch mit einer Fabrik herstellen, weiß ich nicht, wie sinnvoll das gerade ist. Aber mal gucken, wie später läuft. So, du machst bitte das kleine Wasser. Schon komme ich hier nicht mehr raus. Was? Was? Ich kam hier immer raus. Und das ist im gleichen Muster gebaut. Wollen die mich veräppeln? Also, du bist fertig. Erforsch das da, auch wenn es 50 Tränke braucht. Mach erstmal noch, das brauchen wir eh. Weil es bringt uns nichts, wenn wir die Beinchen haben, wenn wir nicht genug Solarzellen und Batterien haben. Wobei, ich weiß gar nicht. Die Beinchen haben ziemlich viel Strom verbraucht. Selbst eins. Ja, dann machen wir ganz kurz hier zu und da wieder auf. So, wie schaut es stromtechnisch jetzt aus? Okay. Nicht überragend, nicht berauschend, aber okay. Und ihr Jungs habt kein Zeug mehr zum Reintun. Ja, die Robopods müssen echt her. Roboter müssen eigentlich echt her.
Wo sind wir da gerade? Genau, bau mal davon 8 Stück. Und eigentlich wollte ich hier oben was tun. Ich wollte Eisenzahnräder abholen. Habe ich gemacht. Stahl, wo dabei sind, auch gerade mal. Eisen direkt wollte ich abholen, auch wenn das nicht so viel ist. Da. Fuel Blocks abliefern, habe ich gemacht. Die Combat Shotgun wollte ich bauen. Da. Und gucken, was die Roboter so machen. Alle beschäftigt. Sind die beschäftigt mit wichtigen Dingen? Nö, die schippen mal wieder Kupfer hin und her. Da kann ich ja aushelfen. Hier. So, du bist fertig. MK2... 100. Nee, komm. Ich hätte gerne... Braucht mir schon die ersten Erinnerte-Fakte. Ja, was ich unbedingt machen muss, wenn ich die ersten Basen irgendwie kaputt bekommen habe, ist das hier erforschen. Alles andere ist irrelevant. Ich muss das hier erforschen. Weil sobald ich die 4er Military geknackt habe, kommen bei 5er keine lila Packs mehr. Warum kommt nach 5 nicht 6? Dyson! Macht das in Ordnung. Also, ne? Wenn wir 4 geknackt haben, kommen wir zu 5, zu 6, zu 7, zu 8 und können damit dann immer wieder losgehen und Basen zerstören. Also ich darf mich nicht ablenken lassen und nicht auch mal eben kurz eine Power-Ammo MK1 bauen oder so. Das wäre das Schlimmste, was ich machen könnte. So, du. Du wolltest Eisenzahnräder und Rohre. Bisschen Stahl wahrscheinlich auch. So. Haben wir noch kleine Engines hier irgendwo rumfliegen? Nö. Okay, oder nicht. So, Fuel-Loss am Machen ist okay, ist am Machen, ist okay. Hier. Dich bauen, dich abbrechen, dich abbrechen. Danach dich wieder ranhängen. So. Wir brauchen nämlich die Granaten. Ich bin da schon richtig hibbelig. Also, ich hatte es vor ein paar Folgen ja schon mal vorgehabt, kurz loszugehen und das kaputt zu machen. Aber mit der jetzt nicht geklappt. Aber mit der Combat Shotgun müsste es gleich echt was werden. Was natürlich passieren könnte, was echt nicht schön wäre, wäre, dass die... Oh, ein bisschen mehr Platz. Kann ich nicht, dann habe ich nicht... was nicht schön wäre, wäre, wenn... Ich glaube, das war sogar richtig so, auch wenn es komisch klingt. Dass, wenn wir eine Basis zerstört haben, dass die zu schnell mutieren. Weil ich glaube, wenn man Basen vernichtet hat, hat es auch deren Mutation, also von allen Basen, vorangetrieben. Damit man halt nicht genau das macht, was ich jetzt gerade vorhabe. Nämlich einfach durchzurennen, ganz viele kleine Basen am Anfang zu zerstören. So, ich brauche mal wieder davon welche. Ich brauche da einen. Mache ich hier eine Abzweigung. Die geht da so. Du machst jetzt bitte Explosives. Dafür hast du Wasser. Du brauchst auch noch Kohle. Kohle, bitteschön. 200 Explosives sollten ja wohl erstmal reichen. Wobei, wir brauchen Explosives für... Ne, brauchen wir nur hierfür. Ein Explosive, eine Granate und 2 Stahl. Das musste ganz schön massive Granate sein, wenn es 2 Stahl... Egal. Ja, also pro Explosive, das jetzt hier rauskommt, können wir gleich eine Advanced Granate herstellen. Das ist ordentlich. Wir haben nur bald keine Kohle mehr. Ja, aber das, die müssten hier alle noch voll sein, oder? Ja, genau. Macht mal hier ein bisschen was für euer Geld. So. Wir haben seitdem das Ding lief jetzt auch schon ganz bisschen was bekommen an Ressourcen. So, genau. Wir bräuchten jetzt eigentlich 100 Granaten. Was übertrieben ist. 50. 50 sollte reichen, um eine Basis zu zerstören. T. Laufbeinchen. Stopp. Was kostet es, die Solar Panels zu bauen? Blaue Chips und... Und die haben einen Max Power Output von 10 W. Und die Jungs hier verbrauchen 200 W. Ich denke, das können wir knicken. Also erstmal kostet das Schweine viel Ressourcen an blauen Chips, an roten Engines und was weiß ich.
Und wir müssten halt ziemlich viele also mobile Solarpanels da reinstopfen, um überhaupt ein einziges Beinchen zum Laufen zu bekommen. Das ist, glaube ich, erst machbar, wenn wir das Ding hier bauen. Was allerdings eh Artefakte bräuchte und die wollten wir zuerst einsetzen für Military 4. Also wird das nichts. Was können wir denn noch Sinnvolles machen? Das hier wäre sehr sinnvoll. Hellblau Packs. Kann ich das von hier aus gucken? Die Requester Chest hat nur einen hellblauen Trank. Ja, da wird wieder irgendwas Garstiges fehlen. Aber ich sollte nicht unbedingt was erforschen, was hellblaue Tränke braucht. Momentan. Gates. Nein. Laser Turrets. Gefährliche Sache das. Ganz gefährliche Sache das. Wenn wir damit einmal anfangen, haben wir die Spirale des Todes, Todes. Aber es wäre eigentlich ganz schön, das im Notfall schnell bauen zu können. Fabriken wären toll, Fließbänder brauche ich nicht. Rohre werden wichtig, sobald wir. Ja. Rohre werden wichtig, sobald wir die MK1, nee, MK2 Steam Engines haben. Das hier wäre richtig wichtig. Das brauchen wir. Das brauchen wir auf jeden Fall. Research das. Damit wir die Alien-Artefakte überhaupt umwuseln können zu den Lila-Tränken. Ja, ist okay. So, was ist hier das Problem? Du brauchst wieder Stahl. Jupp. Hier. Und Batterien brauchst du auch. So. Stahl, Stahl, Stahl. Ihr seid alle noch okay. Ihr seid alle noch okay. Das dauert ziemlich lange, die ganzen Granaten zu bauen. Achso, euch mal freilassen. Nimm mal die da kurz mit. Also ja, das Quatsch, das Bauen von denen ist ein Problem. Das übermäßige Bauen von denen ist ein Problem. Obwohl Smog ist wieder ein Knüppelchen weg. Und ich freue mich so dermaßen, wenn wir uns nicht mehr Gedanken über Smog machen können, sondern richtig schön eskalieren. Aber es könnte noch ein bisschen dauern. Mach die mal bitte ganz kurz weg. Ich will endlich meine Combat-Shotgun haben. So. Du. Da mach was draus, da mach was draus. Gut, das hätten wir also auch. Ja, guck dir das mal an, die Performance von denen. Die sind schon bei 50%. Und wir haben noch keinen einzigen Laserturm aufgebaut. Das ist krass. Bau mehr Granaten. Wie viele haben wir? 12. Was hatte ich gesagt, wie viel wir ungefähr brauchen, um einen Spawner kaputt zu machen? 20, 30. Und wir müssen da, wo wir das versuchen, auch genug Türme aufstellen, dass wenn dann die ganze Basis angestürmt kommt, dass die Mauer überhaupt hier hält. Das wäre schick. So eine dezente Erweiterung der Basis. Das wird alles nichts. Die da werde ich kaputt machen können, aber dadurch kann ich keine Ressourcen mehr erschließen, außer vielleicht das Kohlefeld da. Achso, das war gar keine Basis, ne? Müsste ich eigentlich auch mal gucken. Oh, das ist nicht gut. Nein, ich schmeiß da garantiert keine Kohle rein. Gib mir hier Fuel Blocks. Und allein deswegen wäre es schon sinnvoll, die Electric Furnace zu bauen. Oh, Jungs, was ist hier schon wieder los? Schweröl ist voll. Ich brauche Tanks. Ja, ich bin irgendwie echt noch zu verwöhnt von den anderen Welten. Da hatten wir so schöne Setups gehabt am Ende. Der Weg dahin ist immer so weit. Du. So, mach einfach hier alles voll mit Schweröl. Das ist mir jetzt vollkommen egal. Ich will, dass die Fuel Blocks regelmäßig kommen, sonst haben wir später ein Problem mit der Energieversorgung. Ja. Das reicht hinten und vorne nicht. So, hier hast du einen Fuel Block. Bitteschön. Viel Spaß. Die haben Kohle drin. Achso, es waren. Ja, das waren die gegenseitig bestäubenden Dinger.
sollte ich eigentlich auch alle umstellen auf Hüblocks, aber es ist dann noch mehr Handarbeit. Ist alles nicht so optimal. So, Explosives, her damit. Kiste, dahin, Ärmchen raus, dahin. Die brauchen auch ganz schön lange. Bau mal 5 und in Advanced Grenades. Fühlt man sich gleich richtig stark mit 5 davon im Inventar. Hm. Das hier mal alles weg. So, Kuh. Ne, die bleibt schön da. Normale Granaten für Notfall. Kuh. Warum gehst du nicht dahin? Also du kannst da bleiben. Shift, mittlere Maustaste. Aber der kann weg, der kann weg. Grüne Ärmchen. Benutzen wir auch nicht wirklich häufig, ehrlich gesagt. Shift geht noch schneller, okay. Also gute Granaten, nicht so gute Granaten. In der Panik nicht verwechseln, bitte. Wobei, in der Panik, Hauptsache machen Schaden. Das ist okay. Wir haben 96 Schuss. Damit. Naja, das habe ich vermisst. Wir können wenigstens Bäume one-hitten. Oh, nicht Basen one-hitten. Also unsere Basen one-hitten.